Herzlich willkommen zu meinem etwas vorproduzierten Freitagsvideo. Ja, am Freitag, ich habe diese Woche leider so viele Termine. Und ja, deswegen wollte ich euch heute ein kleines Update geben und euch ein bisschen auch erzählen, warum. Es ist so, dass ich die letzte Zeit echt viel um die Ohren hatte. Und zwar ist es bei mir jetzt gerade so, dass ich im Moment, aufgrund dessen, dass ich ja nicht arbeitsfähig bin, was ich auch schon von sehr vielen Leuten attestiert bekommen habe. Entschuldigt, falls ihr, ich versuche gerade irgendwie meinen Fuß, den habe ich ein bisschen angehauen. Ja. Und ja, ich habe auf jeden Fall oft attestiert bekommen, dass ich nicht arbeitsfähig bin. Und ich habe auch selbst die Erfahrung, mache ich im Moment, dass ich noch nicht mehr schaffe, für mehr als 1 bis 2 Stunden vor die Tür zu gehen. Und ja, das ist bei mir extrem schwierig. Und aufgrund dessen habe ich seit Monaten einen Antrag auf Grundsicherung laufen oder wie es eben auch heißt, ALG 2 und das ist Arbeitslosengeld 2 oder bei viel mehr Leuten bekannt unter dem Titel Hartz 4. Und am Donnerstag, also dem Tag bevor dieses Video hier dann rauskommt, indem ihr es erfahrt, habe ich einen Termin bei einer Bearbeiterin des Jobcenters. Des Jobcenters, die mich leider einmal persönlich sehen muss. Und dann gibt es dann nochmal einen Termin irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, wo nochmal jemand mich sehen muss, um mir zu attestieren, dass ich arbeitsunfähig bin. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Warum man da die Leute dafür sehen muss, verstehe ich auch nicht ganz. Aber das ist dann halt jetzt so. Und ja, und aufgrund dieses Termins bin ich jetzt schon total das Nervenbündel. Habe eine Menge noch vorzubereiten und auszufüllen und so weiter. Und ja, deswegen habe ich, um ehrlich zu sein, den Kopf gerade ständig total woanders. Und hoffe natürlich das Beste, dass alles gut geht und so weiter, aber mehr dazu kann ich euch wirklich erst in ein paar Wochen erzählen. Und ja, aber mir ist es so, dass ich jetzt eben gerade im Moment also wenn ihr dieses Video seht, liege ich wahrscheinlich total platt im Bett, weil die Woche ist eben auch noch viel mehr los. Es sind nur 3 Termine, wo viele Leute sagen würden, es sind doch nur 3. Wo ich auch gerade aus diesem Grund gesagt habe, es sind nur 3, aber es ist für mich ganz schön viel, weil ich eben gerade keine Sonnenbrille aufsetzen kann und deswegen die pralle Sonne direkt abkriege und dann bin ich total platt von jedem Mal rausgehen. Und es ist so, dass zum einen ist es Therapie, zum anderen ist es eben der Pflegedienst und dann noch dieser Jobcenter-Termin und ja, das ist für mich eine ganz schön volle Woche, so für den Sommer. Und das bin ich so für mich ja eigentlich auch nicht gewöhnt. Und ja, deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, so am Mittwoch und am Freitag, das sind so die 2 Tage, wo ich jeweils nichts habe, wenigstens die 2 und am Samstag und Sonntag, will ich dann auf jeden Fall mich komplett ausruhen und Energie tanken und wieder runterfahren, weil ich schätze, ich werde dann schon ab Mittwoch nicht mehr so gut schlafen können oder so. Und ja, wegen Nervosität. Und wir kennen mich ja alle schon ein wenig. Ja, und deswegen dachte ich, ich drehe das Video jetzt etwas vor, damit ihr einfach wisst, was los ist bei mir und wie der Stand der Dinge ist. Um mal ein bisschen vorzuerzählen noch zu dem Thema mit dem Jobcenter, war es so, dass wir erst bei der Stadt uns anmelden wollten, weil da kriegt man Grundsicherung. Und für alle, die jetzt denselben Weg gerade durchmachen wie ich, mit dem Wissen, dass sie eben noch nie gearbeitet haben und auch mit dem Wissen, dass sie also auch nicht voraussichtlich in der nächsten Zeitraum in den Job reinfinden, geht nicht zur Stadt, ihr müsst immer direkt zum Jobcenter, weil ihr dann eine Bescheinigung von der Rentenversicherung oder so wie ihr immer braucht, dass ihr nicht arbeitsfähig seid und die kriegt ihr nur übers Jobcenter.
Wenn ihr die Rentenversicherungsding habt, könnt ihr auch direkt zur Stadt, aber die Rentenversicherungsding kriegt ihr nur, wenn ihr wiederum gearbeitet habt. Und ja, ist ein bisschen schwierig. Und da so ist es jetzt eben gekommen, dass ich anstelle, dass ich bei der Stadt bin, dass ich jetzt zum Jobcenter bin. Und ich muss sagen, wir sind auch ein bisschen hin und her geschickt worden, bevor wir dann klarere Anweisungen bekommen haben, weil wir arbeiten da jetzt schon seit, Dezember 2017 habe ich angefangen, ein bisschen intensiver mich damit zu beschäftigen. Und seitdem arbeite ich da mit meiner Mutter zusammen kontinuierlich dran. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir diesen Termin haben und dass es dann in Bearbeitung ist und dann wird es auch irgendwann eine Entscheidung geben. Und ja, und dann, nachdem diese Entscheidung getroffen ist, bin ich erstmal beim Jobcenter und irgendwann nach einer gewissen Zeit werde ich dann wahrscheinlich dann doch zur Stadt mit der Grundsicherung kommen, was finanziell aber keinen Unterschied macht, weil du bei beiden den gleichen Satz bekommst. Und ja, es ist einfach nur so, dass das eine dafür da ist, dich kurzfristig über Wasser zu halten, glaube ich, und das andere ist dann, wenn du langfristig eben nicht arbeitsfähig bist. Ja, die wichtigsten Unterlagen, die ich auf jeden Fall weiß, die man braucht, ist, man braucht eine Meldebescheinigung von der Stadt. Also man muss auf jeden Fall einmal auf ein Rathaus oder aufs Rathaus oder eben ins Bürgerbüro, um sich dann da diese Meldebescheinigung zu holen. Als kleine Anmerkung für alle, die kostet 5 Euro circa und die gibt es dann dort. Das ist eigentlich nur so ein Blatt Papier, also ist nicht so besonders. ihr braucht auf jeden Fall einen Personalausweis, den aktuellen, der nicht abgelaufen sein darf. Ist auch noch so eine Geschichte. Als ich eh schon bei der Stadt war, habe ich dann mir gerade noch einen Personalausweis und einen Reisepass beantragt. Und als kleinen Tipp, die kann man inzwischen nicht mehr bei Abholung bezahlen, das ist bei uns so, sondern die muss man direkt bezahlen. Falls jemand anders eine andere Erfahrung gemacht hat, und zwar in den letzten diesen Monats oder so, schreibt mir gerne in die Kommentare, weil meine Mutter und ich haben diesbezüglich sowieso gerade noch so Zoff, weil ich zu meiner Mutter gesagt habe, das hätte sie auch kommen sehen können. Und meine Mutter gesagt hat, aber es sei doch letzten Monat noch anders gewesen. Und ja. Dann braucht ihr auf jeden Fall Kontoauszüge von 3 Monaten zurück. Und zwar von eurem Sparbuch, eurem Girokonto und ja, das war. Und falls ihr irgendwelche Freistellungsaufträge habt, also sowas wie, dass ihr keinen Steuersatz auf irgendwas zahlen müsst, dann müsst ihr den auch mitnehmen. Das Wichtigste ist, dass wenn ihr zum Beispiel also jetzt ich 25 seid, aber noch bei euren Eltern wohnt und als schwerbehindert gemeldet seid, dann braucht ihr auf jeden Fall auch euren Schwerbehindertenausweis und den Bescheid dazu, stimmt? Und den Bescheid dazu, dass ihr das wirklich auch seid und so weiter. Und ihr braucht einen Zettel von euren Eltern. Entschuldigt, ich habe mir vor kurzem diese Sprühflasche gekauft. Da sprühe ich gerade meinen Fuß damit ein, weil ich da so eine Hornhaut habe. Auf jeden Fall, ihr braucht einen Bescheid, dass ihr nicht von eurem Kindergeld be nichts bekommt, wenn das stimmt. Also wenn es nicht stimmt, dann solltet ihr den auch nicht ausfüllen. Aber wenn zum Beispiel eure Eltern für euch Kindergeld bekommen, wenn ihr noch bei ihnen wohnt, dann wird euch das Geld abgezogen, weil ihr ja dann davon was habt. Aber meistens ist ja so, dass die Eltern das Kindergeld gar nicht dem Kind geben, so direkt, sondern dass es dann in die Familienkasse einfließt für Strom, Rechnungen und so weiter. Und Essen vor allem auch und Kleidung. Und wenn das dann so ist, dann müssen eure Eltern und ich. Ich glaube, beide Elternteile, oder zumindest der, bei dem ihr lebt und der das Geld kriegt, einen Zettel schreiben, auf dem steht, dass ihr nicht das Geld erhaltet und dass es euch nicht von der Grundsicherung oder der Hartz IV abgezogen werden darf oder sollte. Ja, braucht ihr, wenn ihr bei euren Eltern noch mitversichert seid, so wie ich, braucht ihr auf jeden Fall einen Bescheid von eurer
von eurer Versicherung, dass ihr da gemeldet seid, weil das Jobcenter euch dann die Krankenversicherung bezahlt und ihr dann alleine versichert seid. Also das müsst ihr dann auch noch mit beantragen. Also wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich das schon früher vorbereitet, aber ich habe Glück gehabt, dass es bei mir recht schnell ging. Ein Tipp von mir an alle, die jetzt Kreissparkassenkunden sind, weil ihr braucht ja wie gesagt diese Auszüge von 3 Monaten. Bei der Kreissparkasse gibt es die so nicht, sondern wenn, dann kriegt ihr bloß die Auszüge, die ihr schon ausgezogen habt, nochmal. Und das kostet euch pro Auszug 1,50 €. Und wenn ihr das dann so habt, dann müsst ihr ja Geld ausgeben. Aber wenn ihr Online-Banking habt, könnt ihr euch dann eine Übersicht von Kontobewegungen holen. Und zwar, indem ihr auf euer Konto geht, dann auf Kontoaktivitäten oder so, ich weiß nicht, wie es genau heißt, entschuldigt. Und dann kommt da diese Option von wann bis wann und dann von dem Tag, wo ihr es euch rausgesucht habt, bis zu dem, bis eben 3 Monate zurück. Und dann habt ihr dann eine Übersicht, die könnt ihr dann auch rauskopieren und die kriegt ihr dann als Datei und die könnt ihr dann auch wieder abgeben. Also es ist möglich. Bei der Volksbank ist es so, dass ihr diese 3 Monats-Dinge einfach so erhalten könnt. Ja, was habe ich noch? Habe ich jetzt alle? Baba, habe ich an alles gedacht? Ich glaube, aber wir haben es genau mitgekriegt. Ja, ich leider auch nicht. Krankenkasse. Ja, das habe ich. Das ist in der Krankenkasse. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Und das alles müsst ihr dann, und den ausgefüllten, also ihr bekommt bei, also ihr habt erst ein Formular, in dem ihr einen Termin vereinbart, bei dem ihr die Formulare bekommt, um dann wiederum nochmal einen Termin zu haben, wo ihr dann die Formulare abgebt. Und wenn ihr das dann abgegeben, oh, ein kleiner Tipp für alle, weil das hab ich gemacht. Gebt euren Elternteil eine Vollmacht mit, dass ihr, falls ihr es nicht müsst, dass ihr euch zumindest einmal einen Botengang zum Beispiel sparen könnt, indem eure Eltern zum Beispiel sich das erste Formular abholen und ihr dann nicht das erste Formular beim Amt abholen gehen müsst oder eben jemand anders eine Vollmacht. Das habe ich gemacht. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu so erzählen wollte, konnte, kann jetzt. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass der Termin am Donnerstag bei mir gut läuft. Ja, eigentlich eine blödsinnige Idee, wenn ihr mir jetzt heute am Freitag die Daumen drückt, dass der Termin, der gestern, also nach eurer Zeitrechnung war, gut läuft. Also ist ein bisschen schlecht gedacht. Ich werde auf jeden Fall mich bei euch melden und euch erzählen, wie es so war. Und ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal durch diesen Prozess durchgegangen seid und ob ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Tricks. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read@outlook.com. Ich lege mir jetzt irgendein Eiskissen auf die Nase und schlafe noch eine Runde. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, ciao!